Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Darkwood. Die von euch, die meinen Channel auf YouTube schon länger verfolgen, wissen ja oder wissen vielleicht oder auch nicht, dass ich Darkwood vor längerer Zeit mal Let's Played habe. Es ist ein Horror-Game, allerdings irgendwie ganz anders als viele andere Horror-Games, denn es spielt von oben, so eine Draufsicht, so top-down. Und wir stellen uns Monstern, Gefahren und ich muss kurz was schauen. So, und dann bin ich, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Monstern, Gefahren und Bärenfallen. Ich erinnere mich gut, Bärenfallen waren immer so ein bisschen ein Problem. Und das Spiel ist immer noch im Early Access, allerdings mit der Alpha 10.0. Ich weiß nicht, wie weit geht eine Alpha? Ab wann ist es denn eine Beta? Ist das eigentlich den Machern überlassen? Ab Alpha 5000.0, dann gehen sie in die Beta. Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal auf Play. Okay, mein altes Savegame ist nicht mehr da, das habe ich fast befürchtet. Es ist ja doch, glaube ich, über ein Jahr her, dass ich gespielt habe. Oder ist das meins? Ich fange ein neues Spiel an, was soll's? Normal. The Forgiving Mode. When dying, you drop a part of your equipment. Was gibt's noch so? Hard? Nightmare? Normal, es gibt kein Easy. Es gibt Prolog. Nein, ich möchte den Prolog nicht überspringen, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wie es gespielt wird. Play. Play. Einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen Darkwood und machen uns somit auf die Reise in die Dunkelheit. Und wir spielen eine Alpha-Version, steht da. Und ich habe Angst, ein bisschen. Aber sonst geht es mir gut. So, ich muss mal wieder... Meine Box rutscht immer vor dem Bildschirm, weil das Kabel so kurz ist und das ist voll nervig. So, Box, Sitz. Gefälligst. So... Also ich habe echt keine Ahnung mehr, wie es genau geht. Ich weiß nur noch, dass wir uns irgendwie um Benzin kümmern müssen, damit wir die Motorsäge betreiben können und den Generator. Und wir brauchen Zeugs und müssen craften. Okay. Alles, was ich sehe, ist Angst, Hass in deinen Augen. Und da ist... Ist das eine Dame? Ich habe... Als ob ich dafür verantwortlich war, als die Plage sich ausbreitete oder die Pest oder die Krankheit. Stimmt, da war ja irgendwas mit der Krankheit und die Wurzeln sind ja alle irgendwie böse. Als ob ich die Quelle der Pest in diesem Land war oder bin, vielleicht sein werde. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich nirgendwo verstecken, nirgendwo hinlaufen. Der Wald hat alle Existenz verschlungen. Verdammt, nicht gut. Ich stecke hier fest mit ihnen. Mit wem denn? Ich weiß es nicht. Okay, wir stehen gerade vom Tisch auf. Das heißt, wir haben das soeben gerade wahrscheinlich geschrieben. So, wie war nochmal Search? War das hier? Okay, ein altes Notizbuch. Da steht hier gar nichts drin. Okay. Und Pillen. Kann ich Suizid begehen? Ist das mein einziger Ausweg hier? Ich weiß es nicht. Okay, verbarrikadiert. Das Licht flackert. Verdammt, der Generator geht aus. Ich muss Benzin finden. Und ich muss nach Osten, dort ist ein Traktor. Ich schaue ganz kurz noch da rein. Radio Unitra. Seit Jahren ist das Radio tot. Aber manchmal höre ich Stimmen und Geräusche. Und was sind das für Zahlen, die aufgeschrieben sind? Sind das die Frequenzen, wo er die Stimmen gehört hat? Mein Radio heißt Monika. Ich freue mich. Okay. Medizinische Notizen. Ja, du kennst sie, aber ich kenne sie nicht. Ich möchte schon gerne wissen, was da drin ist. Mann, okay. Alkohol ist sehr wichtig. Eine Decke. Das nicht. Ich nehme das jetzt. Ich muss auch so da sitzen wie die Dame. Ich habe wieder was gelernt. Okay. Okay, das ist für die Eingangstür. Ich gehe besser nicht da rein. Okay, dann eben nicht. Ich hoffe, das passt euch so, dass wir dieses Spiel spielen. Ich habe mal wieder Bock drauf und ich wurde darum gebeten, es mal wieder zu zocken. Eine Falltür. Okay, es ist verschlossen oder eigentlich verjammt. Wie übersetzt man jetzt jammt am besten? Es ist verkeilt. Schuhe.
Verdammt, nichts in den Schuhen. Okay, diesmal sind sie leer. Gut, ich brauche hier den Schlüssel. Moment, wie war das nochmal? Da ist mein Inventar. Wo? Warte mal, nein, nicht ganz. Wie komme ich jetzt an den Schlüssel ran? Ah, warte mal, nee. Ach so. Use Key. Okay, und ich soll nach Osten gehen. Ach man. Mein Hund. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Ich sollte sein Leiden beenden. Ja, aber womit? Ich erschlage ihn doch nicht einfach mit meinen Fäusten, oder? Das war mein Luxusauto. Es ist einfach nur noch Schrott. Okay. Ist das eine Leiche? Nee, das ist eine Puppe. Mit einem Schnitt im Gesicht. Wow. Mann, ich möchte dem Hund irgendwie... Habe ich irgendwas, womit ich sein Leiden erlösen kann? Mit einem Brett oder... Okay, ich habe wohl im Moment noch nichts, womit ich das erledigen kann. Ich hasse es, wenn Hunde winseln. Das ist immer so traurig. Okay. Ich mache mal das, was er gesagt hat. Ich gehe nach Osten. Was ist das da? Keine Ahnung. Okay. Ich klettere über den Zaun. Ein altes Fahrrad. Ach, da komme ich gleich vorbei. Da brauche ich wahrscheinlich eine Axt. Es ist sehr dunkel. Ich weiß, dass ich irgendwie eine Fackel craften kann, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Und außerdem komme ich da sowieso nicht vorbei. Ach, da liegt eine Axt. Ich will den Hund damit nicht erschlagen. Sollen wir den Hund erschlagen oder lassen wir ihn leben und leiden? Was meint ihr? Okay, okay, ich muss jetzt erstmal ausrüsten. Ausrüsten. Und zuschlagen. Okay. Da ist eine Bärenfalle. Okay, die Bäume wachsen so schnell, ich komme nicht hinterher mit dem Zerschlagen oder Abschlagen. Ein Knochen. War das mein erster Hund? Okay, die Wälder sind voll davon. Ich nehme es mit. Nein, nicht draufschlagen, du sollst es mitnehmen. Okay. Ich muss mich wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Es ist so schlimm, immer in Horrorspielen, wenn diese Meldung kommt, man soll laufen, dann habe ich das Gefühl, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Location von Path, okay. ja, stimmt, die Soundkulisse war immer ziemlich geil in dem Spiel. Okay, niemand kommt aus dem Wald rein oder raus. Außer wahrscheinlich die Krähen. Okay, aber ich muss erstmal das machen und dann, wenn wir zurückkommen, dann erledigen wir den Hund. Eine Kiste. Okay. Sachen. Ich sollte eine Torch machen. Okay, das mache ich gleich. Ich schaue ganz kurz, was dort ist, bevor... Nee, da ist ja gar nichts. Okay, wir machen eine Fackel. Da. Kann ich machen. Kann ich jetzt die... Ich habe die Fackel. Das heißt, ich kann nicht die Fackel und die Axt gleichzeitig tragen. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Ist es von der Lautstärke her okay? Hört man mich gut und hört man auch das Spiel gut? Weil ich möchte, dass ihr unbedingt mitkriegt, wie gut der Sound ist. Ich mag das. Es ist so richtig düster, unheimlich. Der Boden unter mir knarzt. Verlassenes Haus gefunden. Okay. Was ist das hier? Wahrscheinlich ein Stück von einem Baum und ein Hirsch. Ein verwesender Hirsch. Das ist wohl das verlassene Haus. Aber ich glaube nicht, dass ich da was finden kann. Kann ich die Leiche durchsuchen? Achso, das sind Klamotten. Sonst ist hier aber nichts. Okay. Da, schon. Ist das jetzt. Das ist doch ein Wolfskörper und Menschenbeine angenäht irgendwie. Gleich wie das da oben. Das sind auch Menschenbeine.
Wer macht sowas? Warum? Ist das Kunst? Hi. Ich glaube, der lebt noch. Aber er ist ohnmächtig. Okay, ein Skelettschlüssel. Interessant. Er ist bewusstlos. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Alles, was er dabei hatte, war dieser Schlüssel und ein Journal oder Tagebuch. Den nehme ich jetzt mit. Wenn er irgendwie in den Wald kam, muss es auch einen Weg rausgeben. Natürlich wird er es mir nicht freiwillig sagen. Aber das auf jeden Fall. Ist egal. Ich finde meine Wege, wie es aussieht. Ich muss aus diesem verdammten Wald raus. Hörst du mich, du Ratte? Sag's mir und ich lass dich gehen. Warte mal, ich erinnere. Stimmt, wir haben ja. Warte mal. Manchmal höre ich ihre Stimme. Sie ruft mich. Wer ist das gerade neben mir? Ist das? Ruft mich, um nach Hause zu kommen. Wo ist der Ausgang? Wo ist er? Ach, ich bin an einem Stuhl gefesselt, okay. Zeig mir, wo er ist. Oh Mann, oh Gott. Das ist so schlimm. Echt, die neue Kunst ist es, Menschenbeine an Tieren festzumachen. Oh mein Gott. Autsch. Ich werde dich töten wie einen Hund, wenn ich es muss. Aber wo ich... Stimmt, der Hund? Weil ich erinnere mich daran, das ist ja jetzt dieser Perspektivenwechsel. Wir spielen ja jetzt eigentlich den da. Wir spielen gar nicht mehr den Irren. Der ist ja eigentlich das Böse oder einer der Irren hier drin. Und ich bin... Ich weiß nicht, wie viel es in dem Spiel schon drin ist. Ob jetzt schon mehr von der Story zu erfahren ist, weil das war ja das, was mich immer so interessiert hat. Der Fucker, wie übersetzt man Fucker, hat meinen Schlüssel gestohlen, verdammte Scheiße. Ich komme hier schon irgendwie raus. Okay. Mal schauen, was wir finden. Wir haben einen Draht. Okay, ich bin verletzt. Ich kann das hier benutzen, um Bandagen zu machen. Okay, aber ich schaue noch ganz kurz, was wir hier noch so haben. Warte mal. Das wäre gar nicht so falsch. Also einmal Bandagen. So. Was sah aus wie eine Ratte? Das Ding, was das zu mir gesagt hat? Achso, ich bin schon fertig. Und einen Lockpick. Ja klar, weil dann können wir das hier aufmachen. So, das heißt, ich benutze gleich mal als erstes das hier. Ich heile mich. Heilst du dich noch oder bist du fertig? Es lädt sich auf, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das abbrechen kann. Nee, ich glaube, der tut noch. Der macht das richtig sorgfältig und mit Liebe. Was das so lag? Achso, das da unten im Eck, meinst du? Da, wo ich die Sachen rausgeholt habe? Ja, vielleicht war es eine Ratte. Hat das Zeug gefressen und jetzt gehört es mir. Nee, ich glaube, der ist schon fertig mit heilen. Okay, und jetzt möchte ich gerne das hier lockpicken. Eine Schaufel und eine Taschenlampe. Okay. Schaufel, Taschenlampe. Die Frage ist jetzt... Die Tür ist ja... Die ist verschlossen. Ich weiß noch, dass die Situation hier drin immer extrem stressig war, weil der Typ ja noch da ist. Jetzt weiß ich nicht, muss ich die Tür aufschlagen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Kann ich noch irgendwas craften? Ne, ich kann gar nichts craften, verdammt. Okay, ob er das mitbekommt. Und mein Schaufel gibt gleich den Geist auf. Und mein Schaufel ist gone. Okay. Hallo? Oh, hi! Oh, fuck. Ich bin da drin. Ich bleib da mal. Okay, ich gehe raus. Ich gehe dahin, wo es noch einigermaßen hell ist.
Oh, haha! Verdammt, kein Strom. Da leuchtet irgendwas oder blinkt irgendwas Rotes? Ach, das Radio. Okay, hallo Monika. Warte mal, aber dahinter ist doch eine Tür. Ich glaube, das kann man verschieben, oder? Ja. Okay. Mann, das ist alles so unfassbar laut. Da ist doch eine Tür. Metallbett. Auch ein netter Ausdruck. Ja, Generator. Hat das Ding Saft oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Warte, ich habe eine Taschenlampe, ich Idiot. Mal schauen, was wir da drin finden. Ah, Benzin und etwas, was ich als Waffe benutzen kann. Okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Licht. Ich brauche Strom. Okay, so. Oh Mann, es ist spannend. Ich glaube, er ist wirklich taub und blind. Und müde vom vielen Wandern. So, einschalten. Okay, wir haben Strom. Moment, dann kann ich ja im Moment das hier verwenden. Hallo? Da bewegt sich irgendwas. Ein Körper. Oh, what the fuck? Was? Da war ja gerade eben noch das Radio. Der Typ hat statt Augen nämlich die Frequenzräder, wo man die Frequenz einstellt und aus seinem Mund kommen die Geräusche. Was zum Teufel? Kann ich denn was machen mit ihm? Nee, gar nicht. What the fuck? Was ist mit mir los? Stehe ich unter Drogen oder so? Hallo? Was? Wer ist da? Bitte lass mich raus. Ich brauche einen Code hier. Okay. Ich sollte mich vielleicht beeilen, weil die Taschenlampe hält auch nicht ewig. Aber ich weiß nicht, wo ich den Code finde. Es ist ja doch jetzt einiges anders als früher mal. Eine Spritze? Warte mal, da steht was. 4892. Warum steht der da? Ach, das hat das Radio gerade gesagt. Das Radio. 4892. 4892. Okay. Okay, es steckt fest. Ich muss irgendwie... Ah! Hilf mir! Wer ist da? Komm, komm näher. Ja, genau. Das wirkt jetzt irgendwie voll einladend und sympathisch. Wollte ich nur mal gesagt. Oh, wer da, da! Nein! Ah! Verzieh dich! Komm schon jetzt! Wie viel hält denn der aus? Okay. Ich habe ihn umgebracht. Er hat einen Plastikhuhn bei sich. Warum hat er einen? Ich bin so froh, dass er einen Plastikhuhn dabei hat. Echt, das war mir wichtig. Und er ist tot, das ist mir auch wichtig gewesen. Aber das Plastikhuhn ist das Wichtigste überhaupt. Ja, das kann das Spiel ziemlich gut. Ich finde nämlich, obwohl es jetzt so top-down ist, ist es echt unheimlich. Habe ich jetzt irgendwas hier verpasst? Moment, ich bitte... Oh Gott, die Geräusche. Was? Okay, ich glaube, ich sollte hier raus. Kannst du es hören? Ja? What the fuck? Warte mal, ich schau mal, dass ich hier rauskomme. Da ist irgendwo die Ausgangstür gewesen. Kann ich da raus? Komm schon. Oh, ne, warte mal, da kommt gerade was rein, oder? Da kommt gerade was rein. Oh mein Gott. Oh fuck. Okay. Ich glaube, das gehört so. Ich hoffe, das gehört so. Und ich bin tot. Das ist so heftig. Kapitel 1. Du bist im Arsch. Oh Mann. Okay. War es nur ein Traum?
Es ist nämlich echt so, man wird reingeworfen und eine angenehme Wärme kommt von diesem Ofen. Ich spüre einen seltsamen, bekannten Geruch. Was? Es ist der Geruch von Protective Gas, also Beschützergas, welches mich. Ach so, das schützt mich in der Nacht. Okay. Alles klar. Also in der Nacht soll ich auf jeden Fall hier im Haus bleiben. Der hat auch schon vorher funktioniert, als ich hierher kam, der Ofen. Ich musste ihn nur noch anzünden. Es war wahrscheinlich irgendein Versteck. Eine seltsame Flasche. Mit einer Anleitung. Was? Okay, da werde ich einfach doch mal darauf hingewiesen, dass ich drin bleibe. Aber das Gas schützt nicht zu 100%. Okay. Was ist im Topf? Ein kleiner leerer Topf. Ich habe ihn auch nicht benutzt. Ich habe noch keinen Hunger oder Durst verspürt, seit dem Vorfall vor ein paar Tagen. Auch wenn ich darüber nachdenke, diese Pilze, die roten, pulsierenden, die sehen so saftig und lecker aus. Okay. Das heißt, stimmt, auch daran erinnere ich mich. Man kann die Pilze verwenden, um Upgrades zu machen. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich alles noch immer so ist, wie ich es damals noch gekannt habe. Wie gesagt, das ist jetzt die Alpha 10.0. Und ich glaube, als ich gespielt habe, war es eine einstellige Zahl. Ich weiß noch nicht mehr welche. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, was jetzt alles. Mushroom Book. Aha. Aber kann ich es lesen? Ich kann die Sachen nur rumschieben. Okay. Aber ich erinnere mich, man muss irgendwas. Die Bärenfalle lasse ich mal auf jeden Fall hier. Das ist gar nicht so blöd. Ich habe ein Bett, ich habe eine Lampe. Habe ich irgendwas im Inventar im Moment? Nur das, was ich jetzt gerade gefunden habe. Und da hört man schon das Geräusch. Ich glaube, das ist das Pilzgeräusch, wenn ich mich nicht täusche. Das Pilzgeräusch. So. Oh, kann ich das reparieren hier? Ich habe hier ein Loch in der Wand, verdammte Scheiße. Gestern habe ich eines der Fenster verbarrikadiert. Wenn ich hier länger bleiben möchte, soll ich dasselbe auch mit den anderen Fenstern machen. Okay. Repair-Item, Upgrade, Ach, das ist mein Workshop. Ich glaube, den gab es vorher noch nicht. Das sind doch diese Pilze, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, das sind die. Okay. Ich überlege gerade, soll ich jetzt. Ja, ich werde das mal kurz testen mit dem Kochen, wie das jetzt genau funktioniert. Guck. Ach stimmt, ich muss das Ding voll kriegen. Okay, das wird noch etwas länger dauern. Aber er speichert schon mal. Hey, warte mal. Erstmal. Okay, das habe ich schon durchsucht, aber ich werde das Ding gleich darüber schieben und versuchen, das Loch damit zu stopfen. So, weil ich glaube, da unten ist auch ein Ausgang gewesen, oder? Ja, da ist eine Tür. Okay. Ich brauche 4 Holz, um den Brunnen zu reparieren. Stimmt. Den benutzt man, glaube ich, damit man nicht wahnsinnig wird. Da brauche ich auf jeden Fall Benzin. Ich habe da Benzin drin. Okay, ich brauche Holz. Die Frage ist jetzt natürlich, wo gehe ich als erstes hin? Habe ich eine Karte? Ah, okay. Stimmt, man muss sich nämlich so orientieren, man wird selbst nicht angezeigt, sondern muss sich einfach an den Sehenswürdigkeiten hier ein bisschen orientieren. Außer man ist irgendwo drinnen, dann sieht man, wo man ist. Oh, au! Oh. Fuck! Ich bin vergiftet! Fängt ja ganz toll an, ich bin vergiftet. Mann! Ich wollte eigentlich die farmen und nicht. Oh Gott. Ich kann mehr Benzin im Untergrundeingang finden. Okay. Rack, Torch. Wo ist dieser Untergrundeingang? Ist das X? Ja klar, da. Das heißt, da gehe ich als nächstes hin.
Davon gehe ich zumindest aus. Wenn es der einzige markierte Ort ist, dann gehen wir mal dorthin. Okay, ich sollte nicht zu viel rennen, weil ich habe nicht ewig Ausdauer. Ich gehe einfach mal. Warte mal, da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, Holz zu farmen. Ich mag das auch mit dem Sichtfeld. Ich finde das voll spannend, dass man eben nicht alles sieht, sondern Hindernisse wirklich Hindernisse sind, was die Sicht angeht. Und das sind, glaube ich, so Giftpilze, ja. Mit denen kann ich gar nichts machen. Außer reintreten und sterben. Oh Gott. Habe ich irgendeine Möglichkeit, eine Waffe zu craften? Oder habe ich was als Waffe? Ich habe eine Torch, die werde ich gleich mal ausrüsten. Kann ich die Flasche als Waffe benutzen? Ich möchte das kurz testen. Ich könnte sie werfen. Wahrscheinlich als Ablenkung. Und die Fackel brauche ich aber im Moment auch nicht. Okay, warte mal, wie weit muss ich denn nach unten? Das hier ist wahrscheinlich das Dry Meadow. Okay. Ich glaube, ich muss noch weiter nach unten. Ja, das wird echt spaßig. Eichhörnchen oder Hase? Hase. Underground Entrance. Okay, wo ist denn der jetzt genau? Wahrscheinlich da. Seltsame Skelette. Ein Fenster, aber das ist verschlossen. Da haben wir noch Holz. Ich höre seltsame Geräusche, aber ich weiß nie, ob das jetzt nur im Hintergrund ist oder ob da wirklich was drin ist. Da haben wir eine Bärenfalle. Ich nehme die mit. Die werde ich dann auch bei einem Fenster ausbreiten. Ich hoffe, der schafft das. Und ich verliere. Okay, passt. Ich hatte schon Angst, ich verliere beide Arme, aber ich habe keine Arme verloren. Da ist noch einer. Okay, das ist der Ort. Ist das... Achso, das ist eine Lampe. Ich dachte gerade, da steht eine Person. Wow. Knapp. Ein Bett. Okay, das Geräusch heißt, es sind irgendwo Pilze. Da sind Pilze. Und jetzt ganz vorsichtig. Nicht reintreten. Harvest. So, das heißt, wir haben jetzt ein paar Pilze, bei weitem noch nicht genug, und dahinter ist ein Raum. Okay, ich schaue ganz kurz zuerst da rein. Da haben wir Benzin, wir haben Zigaretten von der Marke Klubove. Wer kennt sie nicht? Und wir haben Streichholz, okay. Aber dahinter ist was. Und ich höre wieder Pilze. Da. Bin ich schon bereit dazu, dass ich da runtergehe? Ich kann es echt nicht sagen. Aber wir probieren es einfach mal. Ich meine, Enter. Im schlimmsten Fall ist das jetzt unser Tod, aber im besten Fall auch. Okay. Warte mal, die Fackel habe ich hier. Ist aber hier drin, glaube ich, gerade sinnlos, weil es ist sowieso etwas heller. Okay. Ich habe eine Light Source, keine Panik. Ich habe eine Fackel. Aber die hält auch nicht ewig. Verdammt. Und es sieht so aus, als wenn sie im Moment kollabieren könnte, das ganze Konstrukt hier. Sah aus wie ein Echsenmensch. Leben hier Echsenmenschen? Ich hoffe mal, das nicht. Kann ich mehr Fackeln machen? Ich muss ganz kurz nachsehen, ob ich... Jawohl, ich mache gleich noch eine Fackel dazu. Und noch eine. Nur für den Fall der Fälle, dass das Spiel auf die Idee kommt, nimm die Fackel. Dass das Spiel auf die Idee kommt, mich jetzt irgendwo hinzuschicken. Wo ich nicht mehr rausfinde. Ein Korps, das ist eine Leiche. Was ist das so laut? Ist das irgendein Generator oder so? Verschlossen. Das ist der einzige Weg raus aus dem Wald. Aber ich kann es nicht ohne Schlüssel öffnen. Ich schaue mir mal den Griff an. Ist voller Staub. Es ist schon seit Ewigkeit nicht mehr geöffnet worden. Es sieht so aus, als wären wir die Letzten hier. Ich höre mal ein bisschen, ich lausche. Ach, man hört hier leise Stimmen? Sie kommen mir bekannt vor. Und es kommt aus
aus der Innenseite des Schlüssellochs. Irgendjemand ruft meinen Namen. Aber was ist mit dem Schlüssel? Ach, ist das der Schlüssel, der mir weggenommen wurde? Stimmt, den haben wir auch nicht mehr gefunden. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss kurz überlegen. Der Typ, den wir da jetzt befreit haben. Okay, ich renne mal ein bisschen. Es wird verdammt nochmal dunkel. Okay, das ist... oh mein Gott, okay. Ich glaube, ich sollte hier raus. Ich glaube, ich sollte nicht hier sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ausdauer, verdammte Scheiße. Das ist unfassbar. Oh Mann. Ist das der Ausgang hier? Ja, ich glaube ja. Das war stressig. Das war echt stressig. Ich meine, ich komme in Frieden und so. Der ganze andere Scheiß. Okay, ich gehe jetzt mal zurück, weil ich glaube, es wird sowieso schon dunkel. Was? Du bist schwächer. Verdammt. Ja, ich komme selten ins Fitnesscenter hier. Sorry. Mann. Die Chancen stehen 50-50. Wofür? Ob ich sterbe oder tot umfalle? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Typ, den wir im Haus befreit haben, war ja nicht der Typ, der uns gefangen genommen hat, sondern das war, glaube ich, auch einer, der vielleicht dort festgehalten wurde und einfach nur noch wahnsinnig war deswegen und uns deswegen angegriffen hat. So, ich höre wieder seltsame Geräusche, es ist unfassbar. Ich brauche auf jeden Fall 4 Holzplanken. Ich dachte, ich hätte schon Holzplanken auch gefunden. So. Okay, wir haben 6 Holzplanken. Jetzt können wir den Brunnen angeblich reparieren. Okay, Drink. Habe ich jetzt aus dem Brunnen getrunken? Keine Ahnung. Ich hoffe mal ja. So, was wir jetzt machen müssen... Warte mal, was habe ich denn jetzt alles bekommen? Ich habe Benzin für den Generator. Ich habe... Metall. Stimmt, vielleicht kommen die Monster ja auch in Frieden und ich bin eigentlich das Monster hier, das wahre. Stimmt, genau, die Bretter habe ich für die Fackeln gebraucht, ganz vergessen. Aber das war mir trotzdem so lieber. Apropos Fackel, ich werde dich trotzdem kurz wegstecken. Ich muss auf jeden Fall 2 Sachen machen. Erstens mal das hier. So. Und ich weiß nicht, wie viele Bretter brauche ich denn, um mehr Fenster zu verbarrikadieren. Ich möchte nämlich das Fenster hier zu haben. Ich brauche 3, verdammt. Lampe! Ich werde die Lampe woanders hinschieben, aus dem einfachen Grund, dass wir eine Lichtquelle brauchen. Und ich glaube, es ist nicht klug, die direkt beim Fenster zu haben. Ich möchte die bei mir haben, da ungefähr. Aber möchte trotzdem schauen, dass die Fenster abgedunkelt sind. So, das ist jetzt einigermaßen zu mit dem Schrank, hoffe ich. Was kann ich hier jetzt machen? Ich kann hier... Aha. Ich kann eine Waffe basteln. Oder? Chain Trap? Ich probiere das mal aus. Was macht denn eine Chain Trap? Ist das jetzt einfach nur so eine Bärenfalle? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal aus. Chain Trap. Kann ich das hier... Ich werde die... da vorne beim Fenster mal anmachen. Und wahrscheinlich selbst reintreten, so wie ich mich kenne. Ja, stimmt, ich muss zum Generator. Da wollte ich ja noch das Benzin reinschütten. Mann, da ist ein Stuhl. Ich muss hier ein bisschen aufräumen mal. So. Ist es jetzt eigentlich schon Nacht? Nee, ich glaube, es ist noch nicht Nacht. Container? Habe ich da schon... Ich brauche einen Schlüssel. Schlüssel. Und eine Schüssel brauche ich auch, um die Pilzsuppe dann zu essen. Ja, beruhig dich. Ich weiß, es ist anstrengend. Du bist müde, bla bla. So. Okay, ich möchte aber nicht alles verbrauchen, weil wir brauchen ja für die Kreissäge auch noch was. Das lasse ich derweil noch aus. Erst wenn es dunkel wird, mache ich das. Habe ich eigentlich noch Holz oder habe ich jetzt alles? Ich glaube, ich habe jetzt alles Holz verarbeitet. Ich habe 2 Bretter. Ich brauche mehr Bretter. Ich schaue ganz kurz in der Umgebung nach, ob ich noch irgendwo Holz finde. Weil ich würde zumindest schon noch gern ein Fenster oder wenn möglich sogar natürlich mehrere verbarrikadieren, damit ich
mich einigermaßen sicher fühle. Was sagt die Map? Die Map sagt mir, ich habe nichts Neues entdeckt. Wow. Diese Map mag mich wohl nicht. Kann ich da was finden? Nee. Da ist ein seltsames Feld. Komme ich nicht vorbei. Oh, ich erinnere mich an dieses Feld. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich sowas sage wie, oh, ich erinnere mich, dann kann das zwei Sachen bedeuten. Entweder ich habe Recht oder ich habe Unrecht, weil wie gesagt, das Spiel ist ja mittlerweile weiter fortgeschritten als damals. Aber wenn es so ist, wie ich glaube, dann ist das keine gute Idee, was ich gerade mache. Ich mache es jetzt einfach nur, um zu sehen, ob es so ist, wie ich glaube, dass es so sein könnte. Ich glaube, das ist gerade sowieso dumm, oder? Ich habe das Gefühl, die Sonne geht gerade unter. Hört ihr das auch? Ist das Gesang oder ist das ein... Ich weiß noch, dass ich hier irgendwann mal durchgelaufen bin. Und zwar wirklich gelaufen, vor irgendwas davon gelaufen. Aber ich weiß nicht mehr, ob das... War das wirklich hier? Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Hört ihr das? Okay, ich muss zurück. Es wird dunkel. Oh! What the fuck, ich hänge fest. Da muss ich hin. Okay. Kommt da jetzt was? Ich dachte nämlich gerade, ich habe irgendwas gehört. Ich gehe mal weg hier. Ich muss weg. Ich muss hier raus. Ich finde die Optik echt interessant. Das mit dem Top-Down und... diese einerseits ist es irgendwie eine Pixel-Grafik und irgendwie auch nicht. Ich finde das spannend. Aber was rede ich da? Ich muss hier weg. Ich brauche mal kurz eine Fackel. So. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich meine Ausdauer steigere irgendwie? Dass ich vielleicht mehr Ausdauer bekomme? Okay, warte mal. Wo ist denn mein Haus? Ich bin jetzt... Ich muss darüber, glaube ich. Da. Okay. Meine Fackel ist aus, verdammt. Tür zu. Ich habe jetzt kein weiteres Holz gefunden. Mist. Oder? Was war denn jetzt eigentlich da drinnen? Ich habe eine Toolbox, ich habe eine Batterie und ich habe ein Magazin, aber keine Waffe. Ich brauche den... Ich habe vergessen, den Generator anzumachen. Moment. What the fuck? Ich bin genau in die... Natürlich steige ich in die Falle. Das ist so klar. Ich bin so ein Volldepp. Ich hasse mich. Ach, ich hänge fest an der scheiß Kette. Das ist ja ganz toll. Unfassbar. Wie komme ich da wieder weg? Wie konnte ich auch annehmen, dass ich nicht in die Falle... Also, ich habe sie angenommen. Also, im Endeffekt habe ich genau das getan, was ich gesagt habe. Die Falle war spitzenmäßig platziert. Echt? Bin ich jetzt draußen? Okay, ich bin draußen aus der Falle. Ich muss... Soll ich mich raustrauen und den Generator noch anmachen? Was meint ihr? Kann ich drüber klettern? Nee, ich kann nicht drüber klettern. Ja, Falle 1, Taco 0, das ist sowas von wahr. Ich frage jetzt euch, soll ich doch rausgehen und den Generator noch anmachen oder soll ich hier im Dunkeln bleiben? Was meint ihr? Beim Ofen. Oh Gott, ich höre was. Ich höre was. Moment, ich werde einfach eine Fackel nehmen. Bleib im Ofen. Geschlafen. Ich glaube nicht, dass ich hier schlafen gehen kann. Wobei, ich habe es noch gar nicht probiert. Ich weiß es nicht. Könnte ich mit der Fackel zuschlagen? Ich könnte mit der Fackel zuschlagen, okay. Ich glaube, ich sterbe wahrscheinlich schon, bevor ich den Generator anmache. Da wachsen Giftpilze. Harvest. Danke. Ich glaube, mein Boden ist undicht. Verdammt.
Ich traue mich ja irgendwie gar nicht, mich zu bewegen, weil ich doch recht laut bin. Ich hab das gehört, da ging gerade die Tür auf. Ich gehe da in die Ecke. Sollte ich die Fackel vielleicht ausmachen? Aber es hieß doch, dass ich das Licht mich schützt. Und Fackeln erzeugen Licht und Wärme und Liebe. Liebe. Ich glaube, Liebe hat hier gar nichts verloren. Oh Mann. Warum finde ich Munition, aber keine Waffe dazu? Das ist so unfair. Ich könnte sie damit bewerfen. Das sind meine Kekse, verdammt. Ich weiß, dass ich das Cookie-Monster damit ärgere, aber das ist mir so... Egal. Ich habe gerade schlimmere Probleme. Dämonen und so Zeug. Der Nebel, ist das jetzt dieses Gas oder ist das jetzt nicht dieses Gas, was hier dargestellt wird? Ich weiß nicht, wie gut man es eben im Stream sieht, aber das ganze Haus ist umgeben von seltsamem Nebel. Aber ich glaube, wenn ich hier ganz ruhig in der Ecke stehen bleibe und meine Fackel ganz fest festhalte, dann wird mir nichts passieren. Eine Nacht wirst du doch schaffen. That's what she said. Ja, sieht man okay gut, weil ich... Aber ich glaube, das ist das Gas, oder? Oder ist das... Keine Ahnung. Ist mein Haus ein Biotop? Ich bräuchte eine Uhr. Ich müsste wissen, wie lange ich noch habe. Jetzt kommt ein Horn dazu. Warum höre ich gerade ein Horn? Ich kenne das Spiel einigermaßen, zumindest von früher. Und es war schon immer schlimm. Was ist das für Musik gerade? Sag mir, dass da die Nacht gleich zu Ende ist, oder sag mir gerade, dass da irgendwas auf mich zukommt? Ich kann es nicht deuten. Das ist so richtig gemein. Das Universalgeräusch für... Du könntest im Arsch sein, aber es könnte auch alles gut werden. Ja, Sonne, oder? Das ist der Sonnenaufgang. Oder es ist Blut. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft. Tag 2. Mann, war das stressig. Was atmet das so? What the fuck, was atmet das so? Ach, da steht einer. Ach, der Wolfmann. Ich kann den Gestank bis hier riechen. Ich bin so froh, dass ich keinen Appetit auf verwestes Fleisch habe. Die Figur versteckt ihr Gesicht unter einem Hoodie. Okay. Ja, aber du weißt doch, dass es ein Wolf ist. Das sieht man da. Ich weiß, was du suchst, Fleisch. Ich kann dir helfen, deine verlorenen Sachen zu finden. Oder dein verlorenes Ding. Wenn du mir hilfst. Was sagst du, Kamerade? Ich weiß nicht. Ich höre ein leises Kichern. Ich wusste, das wäre interessant für dich. Bevor wir einen Deal machen, musst du mir beweisen, dass du imstande bist, das zu erfüllen. Ich will keine Zeit verschwenden mit Schwächlingen. Du verstehst mich, nicht wahr? Ich muss von Dry Meadow zum Silent Forest kommen. Du glaubst, es wird leicht? Ich würde mir ein paar Tage nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Was? Wenn du bereit bist, findest du mich dort. Erinnere dich an diesen Platz. Okay, er hat es mir markiert. Hat er draufgepinkelt? Show Item. Ah, ich zeige mal das Hühnchen. What the fuck ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß mal rein. Gossip. Mann. Warum? Immer im Stream, ich habe das schon mal erwähnt, immer im Stream bekomme ich irgendwie so einen trockenen Hals, ich muss das trinken. Wenn du länger leben willst, Fleisch, wär's klug, wenn du nicht zu weit rausgehst. Ja, ich muss aber. Verdammt, ich trinke auf dich, Wolfmann, und auf euch. Nur wenige haben überlebt, die so weit rausgingen. Und keiner von ihnen war imstande, ihre Geschichte zu erzählen, okay?
Trade. Hast du ne... Handgun Frame. Heißt es... Oh Mann. Ich muss mir eine Waffe zusammenschustern hier. Red Chicken Egg. Was hat der in seinem Inventar? Was verkauft er für Zeug? Okay, was könnte ich denn verkaufen? Das ist 100 wert. Dann werde ich sicher nicht verkaufen. Das brauche ich vielleicht noch. Eine Uhr? Eine Taschenlampe wäre durchaus interessant. Aber wir haben ja unsere Fackeln. Ja, da steht jemand. Ich weiß, ich habe mich jetzt echt gewundert, woher das kommt. Und dann steht da einfach so ein Wolfmann. Den habe ich, glaube ich, immer Wolfgang genannt in meinem ersten Let's Play. Aber ich glaube nicht, dass er Wolfgang heißt. So, passend. Okay, ich möchte jetzt nicht traden, weil ich habe sowieso keine Kohle. Wenn du mein hübsches Gesicht nochmal sehen möchtest, bevor du in den Silent Forest gehst. Ich warte beim Camp im Dry Meadow. Okay. Ist das jetzt wirklich der Wolfmann, der das Geräusch macht? Oder ist das jetzt doch... Ist Darth Vader hier? Ich habe keine Ahnung. Ah, ein Brett. Da ist die Falle. Ich schau ganz kurz nicht. Ich glaube, das war wirklich der Wolf. Der hechelt mich da an. So, ich habe drei Bretter. Ich werde ganz schnell eines der Fenster verbarrikadieren. Und ich wollte da eigentlich jetzt gar nicht rein, aber egal. Wenn ich es schon mache, dann mache ich es. Kann ich das nicht reparieren hier? Anscheinend nicht. So. Hechelt mir echt mein Haus voll. So. Dann wollen wir mal. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt in Sicherheit. Ich brauche die Fackel nicht mehr. Auch den Benzinkanister brauche ich eigentlich nicht. Ich behalte die Flasche. So, was wollte ich denn jetzt als nächstes machen? Ich habe jetzt irgendwie... Habe ich noch Pilze? Ja, ich habe einen Pilz. Den werde ich noch ganz kurz verkochen. So. Hey, ich habe es geschafft. Ich habe eine Spritze voll. Okay. Weiter sehen. Ich kann einmal am Tag mein Leben auffüllen, wenn ich neben einer eingeschalteten Lampe stehe. Ich kann einmal am Tag ein Körperteil ablegen, der dann als Marker auf der Map gilt. Was? Und es kann auch als Bait, also als Köder verwendet werden. Und Mushrooms zu essen erhöht deine Health. Ich glaube, machen... Ihr entscheidet, was machen wir? Weiter sehen? Das mit dem Heilen, dem Lampen, das mit, dass wir unsere Körperteile abwerfen können oder das Zeug, dass wir Pilze essen können, um uns zu heilen. Was haltet ihr denn für schlau? Ja, Wolfgang, der Wolfmann ist echt kreativ, da bin ich so stolz drauf, das habe ich gleich in meinen Lebenslauf geschrieben. So stolz bin ich drauf. Ich bin gespannt, was ihr wollt. Sagt mir, was ihr wollt. Wir haben... Körperteile, Lampenheilung, Weitersehen und Pilzheilung. Okay, wir haben eindeutig jetzt Heil bei Lampe. Das war das hier. Confirm. Ich muss den Negativen auch auswählen? Och man. Ich muss... Okay, jetzt kommt das dazu, dass ich nicht im Dunkeln sein sollte. Das ist ja fies. Ich heile mich jetzt bei Lampen, aber ich darf nicht im Dunkeln sein. Aber okay, wenn es so ist... Press Q to access Skill Menu. Okay, das ist das hier. Das habe ich jetzt. Ich höre wieder seltsame Geräusche. Das ist unfassbar. So, Wolf. Wolfman Camp. Wolf. Das ist da, wo er jetzt ist. Und da soll ich hinkommen. Aber allerdings bin ich dazu noch nicht imstande. Ich brauche unbedingt bessere Ausrüstung. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir... das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich werde ganz kurz mein Inventar leeren, bevor ich rausziehe. Weil ich habe irgendwie Angst, wir verlieren ja das Inventar oder Teile des Inventars, wenn wir sterben. Ich werde mal die Sachen, die ich gerade nicht unbedingt brauche, hier reintun. Batterie brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die... Das brauche ich nicht. Den Rest nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, gerade ein Seil kann man immer brauchen. Streichhölzer, ja, warum nicht? Ich gehe mal in Richtung des Wolfmanns und wir schauen einfach mal, was sie da so finden. Apropos, ich habe gerade Bellen gehört. Höre ich gerade Schritte? Keine Ahnung. Oh, da, Herr! Werde ich gerade gejagt? Ich hoffe nicht. Okay, warte mal.
Da ist mein Haus, der ist da unten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie an den verdammten Wölfen vorbei. Ich habe eine Flasche in der Hand. Kann ich jetzt irgendwie die Wölfe damit erschlagen oder? Ich weiß, da ist. Oder. Ich glaube, es sind ja eigentlich keine Wölfe, sondern Wildhunde. Was? Hol das Fläschchen! Ich gehe mal da entlang. Oh! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann ich denn auch irgendwie. Toter Hund. Fleisch. Sorry, die haben angefangen. Mann. Mann. Okay. Ich glaube, ich brauche das Fleisch sowieso. Da. Oh Gott. Oh Gott, aua. Ich habe keine Flaschen mehr. Oh mein. Oh Mann, fuck. Ich sollte weg hier. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich werde jetzt Folgendes machen. Sobald ich die Wölfe los bin, ich werde mir so eine Waffe craften. Es gibt ja die Möglichkeit, dieses Brett mit Nagel zu versehen. Als Köder. Ich glaube, ich kann sie damit ablenken, dass ich das einfach werfe und die gehen dann darauf los und ich kann mich dran vorbeischleichen. Aber das können wir als nächstes nehmen, dann mit den Körperteilen. So, ich glaube, der Wolf oder der Hund hat mich jetzt mal gelassen. Nein, nicht Säge. Ich wollte eigentlich da drin zum Crafting Table. So, was fehlt mir denn jetzt? Verdammt, ich brauche Holz. Okay. Wir müssen Holz finden, Freunde. Das heißt, wir gehen in den Wald. Lädt sich das zufällig auf? Nee, schade. Ich gehe einfach mal ein bisschen tief in den Wald rein. Und hoffe natürlich, dass ich irgendwo Holz finde. Weil eine Waffe wäre nicht schlecht. Wobei ich wundere mich, ich kann nicht mal mit den Fäusten zuschlagen. Da ist Holz. Ich hoffe, da ist auch was drin. Jawohl. Okay, ich nutze das gleich mal. Ich kehre zurück und baue mir eine Waffe. Oder ist ja, glaube ich, nicht so verkehrt, die Idee. Bewaffnung. Was? Oh Mann. Was? Wo ist das? Okay, ich habe das Zeug getrunken, aber ich weiß nicht warum, weil das mit dem Brunnen hat sich irgendwie geändert, die Mechanik. Früher musste man, glaube ich, immer, wenn es dunkel ist, das Zeug trinken, damit man nicht wahnsinnig wird. Hallöchen! Jetzt hast du es auch mal zu einem Stream geschafft. Das freut mich. So, ich bin gerade dabei, hier zu sägen, was das Zeug hält. Danke. So, das heißt, wir bauen uns eine Waffe. Und zwar Plank with Nails. Das wird ein Heidenspaß. Das weiß ich jetzt schon. Ich überlege gerade, das Benzin kann ich eigentlich hier lassen, oder? Nee, ich nehme es mit. Ich werde damit irgendwie, keine Ahnung, ich kann es über die Wölfe drüber schütten und dann anzünden. Ja, ich bin gerade dabei, nicht zu sterben. Es wird mir nur nicht gelingen. So. Da haben wir gerade das Holz gefunden. Ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich noch mehr Holz finde, weil ich glaube, im Moment ist das Wichtigste, dass wir die Nächte überleben. Und dafür müssen wir die ganzen Fenster verbarrikadieren. Aber auch den Strom vielleicht am Laufen halten. Das heißt, ich darf nicht vergessen, den Generator das nächste Mal einzuschalten. So, bin ich hier richtig zum Wolfmann? Ich habe keine Ahnung. Wolfgang, ich hoffe, ich bin auf dem Weg zu dir. Wäre schon nett. Ich höre ein Hühnchen. Da ist noch mehr Holz. Ist das? Ein Stein. Ich bin so glücklich, ich habe einen Stein gefunden. Da ist noch mehr Holz. Aber ich darf eben nicht zu schnell laufen. Da sind überall diese Giftpilze. Und die machen. Aua! Noch ein Stein! Wow, jetzt habe ich zwei Steine. Ich bin begeistert. Ich versuche mal dem Wolf auszuweichen. Es sind ja keine Wölfe. Es sind Hunde. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich muss erst lernen, die ganzen Geräusche zu interpretieren, weil im Endeffekt weiß ich eben nie, ob das jetzt was bedeutet.
Ach, das bedeutet, ein Gewitter kommt. Und ich dachte gerade, es klang wie ein Donner. Was könnte das sein? Vielleicht war das auch das Hühnchen. Was habe ich denn jetzt für eine Location gefunden? Das da? Das heißt, ich muss noch weiter nach unten. Ich glaube, du hast recht. Ich werde was. Oh, ein Traktor. Ich habe auch irgendwie voll Schiss, dass ich es nicht rechtzeitig heim. Verdammt, kein Platz! Ich kann Steine werfen, aber ich kann die auch wegwerfen. Wie werfe ich Sachen weg? Warte mal, ich glaube. So, ich würde das gern wegwerfen. So. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen Steinen und Batterie, dann nehme ich natürlich die Batterie. Ist es zu laut gerade mit dem Regen? Weil ich höre das gerade relativ laut auf den Kopfhörern. Ich weiß noch nicht, wie laut es im Stream ist, ob man mich noch gut versteht. Ihr macht mich gerade echt nervös. Ich werde jetzt mal zurückkehren, weil ich echt Schiss habe, dass ich irgendwie nicht rechtzeitig heimkomme. Falls ich den Weg nach Hause finde, natürlich. Komme ich von da? Bin ich durch so einen Wald gegangen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe da gerade was gehört. Hündchen, wo ist ein Hündchen? Komm Hündchen, zeig mir den Weg nach Hause. Komm Lassie, wo steckst du? Lassie? Da ist Glas, da habe ich Glas gebraucht. Das heißt, da war ich. Da habe ich Hunde getötet. Ich erinnere mich. Da ist ein toter Hund. Ja! Folge den Brotkrumen. Ich war der Hundeleichen. Ich bin total durchnässt. Das finde ich jetzt aber gerade cool. Das ist leise mit dem Haus. Das ist voll gemütlich. So, ich habe 4 Bretter. Ich kann auf jeden Fall mal ein Fenster hoffentlich hier auch wieder zumachen. Das war laut! Ich muss trotzdem noch mal kurz raus. Ich muss die anderen Bretter herstellen. Ja, stimmt. Also ich glaube, das mit dem Körperteil ist dann für später sicher interessant, wenn es darum geht, dass wir eben ein bisschen weiter weg vom Haus sind, um uns zu orientieren. Verdammt, ich habe kein Benzin da drin. Ich muss Benzin nachfüllen. So, ein bisschen was möchte ich noch aufsparen. Okay. Tür zu. Ist da ein Fenster? Ja, da ist ein Fenster. Achso, das ist schon zu. War ich das? Nee, das war, glaube ich, schon vorher zu. Das Loch macht mir Sorgen, dass ich das nicht zumachen kann. So, da ist eine Bärenfalle. Warum ist da... Habe ich da eigentlich schon reingeschaut? Ja. Ich würde gerne das Fenster... Nee, das lasse ich noch offen, weil da ist diese Bärenfalle. Das Fenster möchte ich noch verbauen. Was fehlt mir denn? Ich glaube, ein Nagel, oder? Wo sind die Bretter? Habe ich sie in der Säge gelassen? Ah. Es erinnert mich gerade ein bisschen an ein anderes Spiel, wo ich auch immer Items in den jeweiligen Crafting-Stationen gelassen habe. So. Verbarrikadieren. Ach ja, der Generator, stimmt. Ich hätte es echt wieder vergessen wahrscheinlich. Mann, was ist heute los? Mein Hals ist unfassbar trocken. Ah, aber zum Glück habe ich mir... Das ist laut, verdammte Scheiße. Ich hab doch... Ich hab... Mann. Könnte ich Türen eigentlich auch zu verbarrikadieren? Tatsächlich könnte ich machen, aber das wäre dumm. Mache ich jetzt nicht. Ich würde irgendwie gern diesen Schrank hier befestigen, dass der nicht verschoben werden kann. Open? Nee, ich möchte den... Ich würde gern das hier reparieren. So, ich habe keine Ahnung, wie spät es gerade ist. Ich weiß... Habe ich eigentlich noch... Bretter für... Nee, habe ich nicht.
Wahrscheinlich, ja, das ist der einzige Grund, warum ich nicht schlafen kann, weil der Donner so laut ist. In Wirklichkeit ist das gar kein Horrorspiel in dem Sinn, sondern ich habe einfach Schlafmangel und bilde mir das alles ein. Es ist noch Tag. Mit anderen Worten, ich könnte noch eine Expedition machen. Ich schaue ein bisschen nach Norden, weil es spannend wird. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes wie Holz oder keine Ahnung. Eine Knarre wäre echt fein. Ich stecke fest. Verdammt. Oh, Bärenfalle. Nehme ich mit. Danke, da ist auch eine. Aber ich glaube, es wird schon dunkel. Ich glaube, die Sonne geht bereits unter. Ich sehe ja nirgendwo die Uhrzeit. Hier nicht, im Inventar oder so. Auch nirgendwo, okay. Und ich höre wieder Hunde. Mann. Da ist Holz. Und ein Stein, aber ich habe keinen Platz für einen Stein. So, ich glaube, ich werde jetzt wirklich beim Haus warten, weil es ist jetzt schon Sonnenuntergang. Es wäre dumm, jetzt noch irgendwie rauszugehen. Ich warte kurz hier, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir das Spiel sagt, es wird dunkel, ich sollte nach Hause gehen. Und so. So. Wieder diese wunderbare Abkürzung meines Namens. Sandra? Danke fürs Farbe ändern. Jetzt lässt sich's jetzt leichter unterscheiden? Nee, eigentlich nicht. Aber ist egal. Ich weiß ja nichts. Stand jetzt schon die Meldung da? Ich hab's übersehen. Ich gehe mal rein. Nee, noch ist es nicht ganz dunkel, aber ich habe jetzt mal Saft gemacht. Was soll's? Der hat echt keine Ausdauer. Der rennt einmal ums halbe Haus oder eine Wand entlang und dann war's das schon. So groß ist das Haus jetzt auch wieder nicht. So. Ich gehe zum Licht. Zum Licht! Und da warte ich jetzt. Haben wir eigentlich noch Pilze gefunden? Nö. Ich werde noch ganz schnell die Sachen verräumen, die ich gerade wieder nicht brauche. Die Batterie brauche ich nicht. Das Benzin lasse ich da. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht das da. Ich brauche nicht. Kann ich das Fleisch im Ofen eigentlich machen? Ach nee, das kann ich auch als Köder verwenden. Ich behalte es mal. Ich kann auch nachsehen, was wir als nächstes craften. Craften. Gegengift. Hotbar Upgrade. Aha. Bandagen mit Alkohol. Aha. Da habe ich gerade was gehört. Ich gehe ins Licht. Ich gehe ins Licht. Ich bleibe jetzt hier. Ich habe Angst. Leistet mir gefälligst Gesellschaft hier. Ich bin hier ganz allein. Die Tür ist zu, oder? Ja, die ist zu. Ich hoffe mal echt, wenn ich hier beim Licht stehen bleibe, dass die Nacht für mich erträglich und schön wird. Eine Nacht voller, keine Ahnung was, Angst und Schrecken und jede Menge Hosen, die ich wechseln muss, weil Hämorrhoiden? Ich kram derweil hier ein bisschen in meinem Rucksack rum. Hey, Mann! Ich sollte nicht damit fiebern, wann ich das erste Mal sterbe, sondern ihr solltet. Ja, ich habe sowas von recht, verdammte Scheiße. Ich werde sowas von sterben demnächst. Lampe? Verdammt, ich glaube, das war ja ein bisschen zu wenig Benzin, oder? Angst, Schrecken und Pipi in der Hose. Was für ein Spaß. Das stimmt. Taco, wir sind beide, aber nur, wenn du die Hose anlässt. Aus Prinzip jetzt nicht. Da bin ich leiser. Sieht man mich eigentlich noch? Ja, okay, das ist genug hell. Es ist unfassbar, es ist so schnell jetzt draußen dunkel geworden gerade. Als ich angefangen habe, war es noch einigermaßen hell draußen. Da ist es im Haus hinter dir.
Das da? Okay. Lampe, nein, wehe, du gehst jetzt aus. Juhu, nackt vom PC, nur so. Das ist mein Style. Dafür trage ich bei der PlayStation 4 immer Wintermantel. Das ist grundsätzlich so. PC nackt, PS4 Wintermantel. Und Xbox. Xbox, wer hat eine Xbox One? Ich kenne keinen Mensch. Ach, ich kenne einen, der hat eine Xbox One. Ist wahrscheinlich der Einzige. Oh Gott. Okay, ich lenke mich hier gerade nur ein bisschen ab, weil es ist was im Haus. Und das finde ich nicht so toll. Das könnte die Pilze gewesen sein. Es könnte aber auch ein Dämon gewesen sein, der meinen Körper übernehmen möchte und die Weltherrschaft an sich reißt. Wer weiß. Vielleicht bestehe ich ja nur aus Torso. So wie Nachrichtensprecher, die haben ja auch eigentlich gar keine Beine. Die bestehen aus Oberkörper und dann Schreibtisch. Das ist Grundvoraussetzung, um Nachrichtensprecher zu werden. Dann musst du 50% Schreibtisch sein. Also im Endeffekt basiert das Spiel ja darauf, dass wir tagsüber die Welt erkunden und nachts dann einfach dafür sorgen, dass wir Strom haben und uns hier drinnen einfach verschanzen und schauen, dass wir die Nacht überleben. Also im Endeffekt, toll. Eigentlich eh das gleiche Prinzip wie bei vielen Survival Games. Und mir gefällt das hier ganz besonders. Eben einerseits durch diesen Grafikstil und andererseits diese Geräuschkulisse macht das Spiel so unfassbar unheimlich. Lauscht einfach mal diesem Wind, der uns um die Ohren weht. Und ich glaube, wir haben gleich die Nacht geschafft. Da kommt wieder das Horn. Das Tageshorn spielt. Und? Komm schon, mach dich doch spannend! Mann! Wer auch immer dieses Horn spielt, hat unglaublich viel Atem. Yay, da ist er! Der Sonnentyp! Sonnentyp. Ich finde es voll cool, da wie das Licht... Okay, hell! Wieder das Licht so durch die Barrikade durchscheint. Tag 3. Die 3? Wer sind die 3? Oh mein Gott, sind die sympathisch! Unfassbar! Punkt, Punkt, Punkt. Bevor ich mit denen rede, ich trinke noch einen Schluck. Generator ausmachen, stimmt. Aber ich muss nur ganz kurz mit den 3 Zeugen Jehovas da reden. Die Besucher starren mich leise an. Sie warten wohl darauf, dass ich was tue. Ich höre nur das schwere Atmen der größten Figur. Die einen großen Sack hält. Stimmt, was ist da drin? Ah, Pilze. Es riecht nach Pilzen. Es sieht so aus, als wollen sie mir etwas geben. Show-Item? Ich kann denen nicht zeigen. Trade. Die haben Pilze. Moment. Was kosten die? 5. Wie viel habe ich? Wo sehe ich eigentlich, wie viel Kohle ich habe? Ich glaube, ich habe gar keine Kohle. Kann das sein? Oder womit kaufe ich das? Moment. Oder ist es Tauschhandel? Moment, wenn ich ihnen das gebe? Ach so, muss ich das wieder auf 0 runterbringen? Ist es so gedacht? Okay, und was ist, wenn ich jetzt auf... Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, weil da steht 100. Okay, ich hatte 100. Kann das sein? Ich hatte 100 und habe jetzt genau 2 Pilze gekauft. Fuck, ich hätte mir was Besseres kaufen. Nee, das passt schon, weil ich schau mal ganz kurz. Danke, ihr Zeugen Jehovas, aber ihr könnt gehen. Bleibt jetzt hier? Ihr zahlt Miete, wenn ihr hier bleibt, nur damit ihr es wisst. Okay. So. Freunde, es tut mir leid, aber ich werde jetzt an der Stelle leider den Stream beenden.
Ich werde aber morgen wieder um ungefähr dieselbe Zeit streamen. Wollen wir dann mit Starkwood weitermachen? Schreibt mal kurz in den Chat, ob wir da weitermachen wollen. Ich bin gespannt. Ich glaube schon, oder? Das ist ja spannend. Ich find's aufregend, mit euch gemeinsam dieses Abenteuer zu erleben. Ich mache hier mal Pause, damit er nicht auf die Idee kommt, lieber da weiterzumachen. Okay, und von der Uhrzeit her, was meint ihr so? Ich habe mir überlegt, jetzt 19, zwischen 19 und 20 Uhr wieder zu starten. Ach ja. Ich muss auch ganz schnell den Generator ausmachen. Moment. Das muss ich noch ganz schnell machen. Und es schifft immer noch wie aus Eimern. Es ist unfassbar. Dann machen wir das wirklich so. Ich werde jetzt eben, wie gesagt, den Stream beenden und ich bin am Morgen. Und ich bin dann morgen um die ungefähr gleiche Zeit, also zwischen 19 und 20 Uhr, bin ich dann online. Und dann machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich dann tot bin. Ihr könnt ja Wetten abschließen, wenn ihr wollt. Ja, dann hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Ich glaube aber schon, Spaß, je nachdem, wie man das sieht, ja. Aber ich glaube schon, das war ganz, ganz angenehm. So würde ich behaupten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.